Hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir nehmen wieder mit Shadowplay auf. Ich habe nämlich echt keinen Bock mehr auf Raps. Ich hatte jetzt so eine Arbeit, die letzten 5 Folgen zusammenzuschneiden, weil ich die so behindert eingeordnet habe. Ich habe gedacht so, hey, okay, ich nenne einfach meine die dritte Aufnahme nenne ich einfach Folge 3. Ja, dann nenne ich die vierte Aufnahme einfach Folge 4. Habe ich dann gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich 5 Folgen aufgenommen habe insgesamt. Und ja, dann muss ich diese einzelnen Teile wieder raus. Friemeln, wo ich gegen den Typ, den Havelstritter, diesen fetten Typ mit der Peniskeule gekämpft habe. Und ja, musste ich jetzt zusammenfriemeln, musste die ganzen anderen Folgen auch zusammenfriemeln. Folge 3 hatte ich schon hochgeladen, die musste ich jetzt nochmal löschen und nochmal neu rendern, obwohl ich schon Folge 4 hochlade. Und ja, dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe noch Folge 5 und ich war gerade dabei, meine Aufnahmen zu löschen. Und dann, wie gesagt, ist mir aufgefallen, dass ich noch eine Folge 5 habe. Ja, sehr behindert. So, aber jetzt geht's wieder fleißig weiter. Was mir aufgefallen ist, ist mir auch in den letzten paar Aufnahmen schon aufgefallen, ich habe unten keine Anzeige, was für ein Schwert und so ich habe. Das ist ein Mod. Der heißt, glaube ich, Immersive Hut oder sowas. Fuck, fast wären wir draufgegangen, aber nicht. Aber wenn ihr euch wundert, warum meine Stimme gerade so komisch ist, bin noch nicht lange wach und mir geht's ziemlich kacke, aber aufnehmen geht immer. Ah, was denn? Der scheiß Spacken mir einfach einen Armbrustpfeil in den Rücken geschossen, Mann. Wo müssen wir jetzt hin? Wir könnten hoch zum Drachen gehen. Aber ich will vorher noch ein paar Gegner töten. So, komm schon. Und ich werde nichts rausschneiden. Also, so wie beim Kampf gegen den Schwarzen Ritter habe ich nichts rausgeschnitten. Ich habe den beim ersten Versuch einfach geklatscht. Und auch beim Kampf gegen den Ritter von Havel habe ich auch nichts. Also nichts verändert an sich. Ich wundere mich gerade, dass ich mit 60 Frames aufnehme, weil ich eingestellt habe, dass ich nur mit 30 aufnehme. Ich schlag einfach schneller mit dem Claymore zu, zwei hinter, als er mit dem Dings. Ne, es ist ein Claymore. Claymore ist ein kleines Zweihänder, glaube ich. Mein Zweihänder-Schwert wäre nochmal eine Nummer größer. So. Ich kämpfe eigentlich nicht so gern wirklich zweihändig mit dem, weil es ist mir dann zu langsam. Down. Okay, ja, ich weiß, wir waren hier schon 1 Million Mal. Aber einfach noch einmal durchrennen. Falls ich wirklich mit 60 Frames aufnehme gerade, okay, 50, dann werde ich das auch in 50 hochladen. Und falls ihr Google Chrome benutzt, könnt ihr es dann auch in 60 Frames gucken. In 50 meine ich schon. Ganz im Ernst, es sieht einfach so viel besser aus, die Animationen und so, die sehen so viel flüssiger aus. Das ganze Spiel sieht so viel flüssiger aus. Man hat einfach so viel mehr Informationen. Ich kann irgendwie auch hier besser reagieren als an der Xbox. Obwohl ich... Ja, ich habe ja direkt angefangen, ich hatte seit bestimmt 1, 2, 3 Monaten keinen Dark Souls mehr gespielt. Und habe mich ja dann jetzt beim Let's Play beim Anfang einfach wieder hingesetzt und habe es angefangen zu spielen. Und irgendwie sind mit den mehr Frames spielt sich das so viel angenehmer. Aua. Und so schwer ist Dark Souls gar nicht zu modden am PC. Es funktioniert von sich aus ziemlich kacke. Fast gar nicht, aber ich habe einfach ein paar Mods runtergeladen. Du musst eigentlich auch nichts machen. Du musst die nicht wirklich installieren. Du musst einfach nur runterladen, manuell runterladen vom Nexus. Und dann einfach der allererste Ordner, also der allererste Mod auf der Seite, so ein DS irgendwas fix. Das ist der wichtigste. Den holst du dir und installierst den. Und dann musst du kurz in den INI-Dateien was ändern. Da musst du erlauben, dass Texturen und sowas verbessert werden können und ersetzt werden können. Dann gibt es da so einen Ordner dafür, wo diese anderen Texturen einfach reinkommen. Und... Nein! Das erste Mal seit Jahrtausenden gestorben. Dann gibt es halt diesen Ordner, da musst du halt dann die ganzen gedownloadeten Sachen reintun. Und dann ist es schon installiert, du musst da eigentlich gar nichts mehr machen. Es gibt ja auch kaum andere Mods als Texturen-Mods für Dark Souls. Es gibt ja eigentlich wirklich nur Texturen-Mods. Ich meine, Inventarsachen gehört ja auch zu Texturen. Und das gibt's auch noch, aber es gibt jetzt irgendwie keine Mods, die irgendwie das Spiel an sich grundauf ändern. Ich glaube, da lässt sich Dark Souls einfach nicht gut modden. Ey, ich glaube, ich gehe schon wieder drauf hier, oder was? Scheinbar nicht mehr gut. Kann scheinbar mit dem Zweihänder gar nicht mehr umgehen.
brauche hier gerade voll die Faxen, Mann. Das geht ja nicht. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, damit ich den Arsch, dann ist meine ganze Menschlichkeit weg. Ich habe mich so gefreut, als Mensch rumzulaufen. Ich laufe eigentlich am liebsten als Mensch rum. Ich hasse. Ich mag es nicht so, als Hülle rumzulaufen. Okay, dann kann ich so oft sterben, wie ich will, aber... will ich nicht. Aua. Arsch. Du. Wir schlachten euch einfach ab. Wow. Stirb. Nix da. So. Oh, neue Rüstung. Ich bin immer noch leicht. Cool. Was ein Scheiß-Kill. Okay, komm schon. Ein bisschen mehr Action. Ach, komm her. Komm her. Aus dem Maul, hä? Nix damit mich nochmal töten hier. Das lasse ich mir noch nicht zweimal ergehen. So, wir müssen hier oben überhaupt nicht lang gehen. Aber ich habe einfach Lust dazu. Ich töte gerne nochmal Gegner. Dann können wir vielleicht nochmal Level abkommen. Ein bisschen mehr auf Stärke skillen. Oder eigentlich müssten wir ein bisschen mehr auf Konstitution skillen. Weil, ich meine, ihr seht ja, wir schwingen einmal das Schwert hier und schon ist unsere halbe Ausdauer weg. Und ja, das geht eigentlich nicht. So. So stark ist das Schwert eigentlich gar nicht. Ganz im Ernst, unser Astoras Schwert macht viel mehr Schaden. So. Aber Astoras Schwert ist halt teuer zu verbessern und ja, deswegen wird auf Dauer das Dings besser sein. Doch, Sclaimer. Hallo Drache. Drache. Geht doch. Ist doch cool, der Drache killt die immer alle für uns. Kann die was droppen lassen? Nö. Schade. Ich würde sagen, wir laufen hier unten lang rum. Hat nämlich jetzt keine Lust, von dem Drachen den Arsch versohlt zu bekommen. Und nein, ich werde mir auf jeden Fall nicht das Drachenschwert holen. Das habe ich in einer anderen Folge auch schon gesagt, aber lieber Herr Nitiras, das konntest du natürlich noch nicht sehen. Komm her. So macht man das. Vorsicht, Ratten. Nee, doch nicht. Vorsicht, Einzelkanne. Au. Nicht dein Ernst. Nicht dein fucking Ernst. Nicht dein Ernst, Mann. Heilige Scheiße, Mann. Ah, Hilfe. Ich hasse Ratten. Die sind so OP manchmal, wenn man so verkackt wie ich gerade. Oh nein, jetzt sterbe ich an Gift. Habe ich das Tor aufgemacht? Oh, bitte habe ich das Tor aufgemacht. Wenn ich das Tor nicht aufgemacht habe, bin ich jetzt tot. Oh, ich habe es aufgemacht. Geht jetzt das Leuchtfeuer? Ja, das letzte Mal ging das aus irgendeinem Grund nicht. Das Spiel war buggy und ich konnte hier nicht rasten. Ich muss einfach das Spiel neu starten, dann geht das wieder. Oh, was nehmen wir? Beweglichkeit? Nee, Konstitution, habe ich gesagt, ne? Ja, das verbessert schon einiges. So, wir machen uns erstmal wieder zum Mensch, weil... Nein, ah, ich hätte abbrechen müssen. Warte mal kurz. Ja, also das Spiel ist eben abgestürzt. Meine Mutter kam nämlich rein, da habe ich einfach kurz die Aufnahme abgebrochen mit Dingsbums, mit Shadowplay, und hat das Spiel einfach mal ganz spontan gesagt, ja, nö, ich stürze jetzt mal ab, ne? Na gut, jetzt sind wir wieder im Spiel drinne, wir haben nichts verloren, alles so wie vorher. Ich würde sagen, wir killen erstmal das Schweineviech. Weil dem sein Helm ist ziemlich OP. Und wir müssen da sowieso lang. Und dann würde ich sagen, als nächstes krallen wir uns dann den schwarzen Ritter. Der da oben auf dem Turm ist. Was bist du denn jetzt eigentlich? Wie viel geiler das Spiel einfach aussieht. Das heißt ja immer, ja, 30 Frames, weil 30 Frames... Uah! Fick dich doch. 30 Frames. Es sieht einfach kinomäßiger aus. Deswegen
Ich mache unser Spiel in 30 Frames, aber ganz im Ernst, 60 Frames sieht so viel geiler aus. Anfangs ist es ein bisschen ungewohnt. Man denkt sich so, hä, wieso ist das so smooth? Wieso sehe ich denn alles? Ich sehe ja wirklich alles und ja. Stirb. Ah, nicht ich. Daneben. Klappen. Pariert. Aufgespießt. So. Hier bei dem gibt es einen ganz einfachen Trick, weil guck mal, hier kann man nicht hochlaufen. What the fuck? Jetzt. Hier gibt es diese Knochenschädel. Oder nee, Köderschädel, Entschuldigung. Und die kann man dann werfen und das Viech wird halt von denen angezogen. Und das tun wir einfach dahin werfen. Und ja, dann kommt der und dann können wir den auf den Hinterkopf springen. Und Handy, halt doch mal deine Scheißfresse, Mann. Was willst du denn eigentlich? Niemand redet mit dir, Handy. Niemand. So. Dazu muss man hier hingehen. Ah! Ja, genau, dafür fällt man hier runter. Das war der Plan, das war alles geplant. So, alles vollkommen geplant, ja, ja. Okay, wir können natürlich jetzt nicht wieder da draußen hingehen, weil da dieses scheiß Wildschwein noch wütet. Also müssen wir anders vorgehen. So. Ist da nicht irgendwo einer? Ja. Zack, Double Kill. Pariert. Bam. Also parieren ist eher so eine Sache. Es ist absolut nicht, also bei so normalen Gegnern absolut nicht notwendig, aber es ist besser, wenn man es kann. Also daher. Ich habe, als ich angefangen habe, Dark Souls zu spielen, wusste ich gar nicht, wofür parieren da ist. Ich dachte mir so, hä, ist das ein Schildschlag? Warum macht der Schildschlag keinen Schaden? Und ja, parieren ist eigentlich eine der coolsten Möglichkeiten, einen zu starken Gegner zu killen. Wenn man im richtigen Moment pariert, kann man ihn einfach oft genug killen oder halt backstabben. Du. Und sieht echt dämlich aus, dass wir ohne Hose rumrennen. Nein! War ich jetzt zu schnell? War ich ein bisschen zu übermutig? Übermutig. Ach, wer weiß. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Tor auf. Wenn wir schon mal hier sind, dann nutzen wir das wenigstens auch aus. Gibt hier oben nicht irgendwo noch Loot in der Ecke? Nein, scheinbar nicht. Ich war irgendwie der Meinung, hier liegt noch Loot. Loot! Oh, schade. Okay, weiter geht's. Yep, durch das Portal. So, ist mir hier oben. Da unten ist das fette Warzenschwein. Und da vorne haben wir einen Balder. Die Balder, das sind, ja, diese Viecher da. Das sind Ritter. Die Ritter von Balder, glaube ich, heißen die auch. Ja, die sind auch aus einem fernen Königreich hierher gekommen, um den Dings zu finden, um die Lösung gegen den Fluch, also diesen untoten Fluch. Den hier, warte. Dieses, hier, das Finsterzeichen. Das ist ja der Fluch der Untoten. Davon ist jetzt das ganze Land hier betroffen und die Balder-Ritter sind halt wie so ziemlich jeder Ritter hier, sind hierher gekommen, um halt eine Lösung gegen diese Untoten, ja, solche Fluch, einfach um da eine Lösung zu finden. Aus demselben Grund sind wir im Prinzip, naja, eigentlich nicht, aber wir haben jetzt eigentlich nichts anderes zu tun. Wir haben halt die Aufgabe von dem Ritter bekommen, der uns halt aus dem Gefängnis gelassen hat. Deswegen haben wir eigentlich auch diesen Auftrag. So ziemlich jeder hier hat diesen Auftrag gehabt. Aber die Balder haben vergessen, warum sie hier sind. Genauso wie die ganzen anderen Untoten. Die haben alle vergessen, warum sie hier sind. Und, ja. Das ist kacke, ne? Du Dreckshund. Ah, nein. Hättest du wohl gern, hä? So. Du Kackwurst. Aua. Du Scheißwichser. Hast du jetzt davon? Niemand schlägt mich einfach. So. Ja, wie gesagt, es gibt nur wenig Gegner, die wirklich absichtlich hier hingesetzt wurden, damit Leute sterben. Zum Beispiel, Sin's Fortress. Dazu kommen wir noch. Das ist, mit den ganzen Fallen, das ist eine der wenigen Stellen, die dafür da ist, damit man dann nicht hin... Also, die ganzen Schlangen da, die sind... Die Theorie ist, dass die gezüchtet wurden von Thief, also von diesem schuppenlosen Drachen da. Dass die von ihm gezüchtet worden sind, weil er eh gerne Experimente mit Lebewesen macht und so. Und ja, das ist einfach so eine Theorie.
glaube nicht, dass ich da, oder habe ich da was durcheinander gebracht? Nee, ich glaube, so war das. Also, wie gesagt, nur eine Theorie. Und ja, wir rennen mal lieber schnell weg, bevor das Wildschwein da noch kommt. Wir müssen es nämlich anders töten. Weil ich bin viel zu blöd, um das normal, also um das so 1v1 zu besiegen. Bin ich einfach zu blöd für. Kann ich nicht, konnte ich noch nie. Deswegen muss man da ein paar Tricks anwenden. So, wo sind unsere Köder? Ah, haben wir noch gar nicht ausgerüstet. Okay, dann tun wir mal das hier weg und nehmen die Köder raus. So. Ja, hallo Wildwein. Müsste dann eigentlich tot sein. Ja, tot. So tötet man das Viech am besten. So, der Riesenkeilerhelm, der gehört schon mal uns. Ich würde sagen, wir laufen einfach weiter zum nächsten Leuchtfeuer. Müssen gar nicht zurücklaufen. Wir wollten zwar noch den schwarzen Ritter töten, aber... Na gut, nee, komm. Wir gehen erstmal den schwarzen Ritter töten, bevor wir irgendwas anderes machen. Aber der ist ziemlich heftig, der ist... Das ist mein Erzfeind als... Der schwarze Ritter, gegen den ich... Also bei dem bin ich am meisten gestorben einfach. Ich weiß nicht, ich komme gegen den nicht klar, der mit seinem scheiß Breitschwert. Der tötet mich einfach immer. Also es könnte ein etwas längerer Kampf werden. Ich würde sagen, den Kampf verschieben wir auf die nächste Folge, weil die hier wird sonst zu lang werden. So, Konstitution würde ich sagen, skillen wir wieder, oder? Ja, denk schon. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge meine Hose an. Oder auch nicht. Tschüss.